Willkommen hier zurück zu Battlefield 1 und wir spielen die nächste Kampagne, oder die erste richtige, und zwar durch Morast und Mein Blut. Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Ja. Meistens. Und wir spielen auf der normalen Stufe und wir beginnen mal das Kapitel. Ribcourt, Frankreich, Herbst 1918. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahenden Winters befestigen die Deutschen ihre Stellung, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brandet die feindliche Infanterie vergeblich gegen deutschen Beton. Die Karte bleibt jedoch unverändert. Der schwer bewaffnete und gepanzerte britische Mark V-Panzer ist ein furchterregendes Kriegsgerät. Ja, weiter konnte ich nicht lesen. Am 17. Oktober bereits breiten britische Truppen in ein... Ja, könnt ihr selber lesen. Geht ein bisschen schnell. Ja, also es geht um... Panzerschlachten. Anscheinend leiten wir wohl einen Panzer. Oder fahren einen Panzer. Neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. So, Cambrai, da gab es ja auch historisch eine Panzerschlacht. Ich glaube 1917 oder 18, bin mir nicht sicher. Ja, und jetzt fahren wir mal. Ich fühle mich ein bisschen wie World of Tanks. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Also. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam mach ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Also wir sollen noch gleich fahren. Ein Auto. Ich war Chauffeur.
Halt! Das ist weit genug! Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Da müssen zappeln. Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Da. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! So, jetzt fahren wir wirklich. Ich dachte, wir fahren eben schon, aber da musste ich noch reinfahren. Okay, wir reparieren mal. Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Ne, 84 ist erstmal okay. Ne, wir bleiben nicht im Schlamm stecken. Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Ha. Verdammt. So, wir müssen weiterfahren. Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlamm. Ach, verdammt. Egal. Fahren wir erstmal. Können wir schon schießen? Weltgeschütz! Hm. Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir breit Schussfeld auf die Weltgeschütze haben. So. Okay, das ist schon anscheinend schon down. Da ist ein Feldgeschütz! Wo ist ein Feldgeschütz? Hier drin? Oder was? Ach, verdammt. Also ich bin nicht der beste Panzerfahrer. Der ging in die Panzerung! Diese MGs halten unsere Jungs auf! Also sollen wir hier durchfahren? Alle deutschen Geschütze aus. Können wir das auch zerstören? Los! Fritz geht nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen! Wo ist ein Geschütz? Ich weiß immer nicht, wo ein Geschütz ist. Wir müssen. Ah, okay. Schnell mal reparieren. Jetzt. Okay. Das Problem ist, wir müssen hier die Windmühle halten. Das ist das Problem. So. Wir müssen jetzt hier mal kurz warten, bis die Windmühle erobert ist. So. Kitchener's Kamm erobern wir. Da irgendwo ein Geschütz. Da. In den Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs! Okay, hier. Treffer! Am besten nicht in den Schlamm. Dort. Na, nicht getroffen, oder? Den wird man sehen. Da hatten wir das. Ah, wir hatten das getroffen. Naja, da oben ist noch ein. Haben wir es nicht getroffen, oder was? Ne, haben wir nicht. Komisch. Sollen wir mal reparieren? Jetzt hoch. Vorrücken! Josef,
Shepard! Unsere Jungs brauchen unsere Unterstützung beim Einnehmen des zweiten Schützen. So. Ja, erstmal müssen wir das da vorne ja kaputt machen. So. Jetzt ab wie nach vorne. Stellung halten und Bereich sichern, damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. So, Kitchen ist kaputt. Ach da, okay. So, das haben wir. Wo sind noch welche? Da? Da. So. Gut, dann können wir ein bisschen weiter vorrücken. Fies. So, und reparieren. Jetzt sehe ich ja hier erstmal keinen Feldgeschütz. So, hier bleiben wir jetzt aber erstmal stehen. So. Jetzt weiter. So, wir wollen dann hier hin. Ist da Feldgeschütz? Oh ja, tatsächlich. Das steht, glaube ich, nicht mehr. Da ist ein MG. So. Na verdammt. Oh shit. Als ob die Granate da drauf liegt. Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Quartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Korsé, Jungs. Hier wird erstmal schön gewartet. Ich sehe jedenfalls kein Geschütz mehr. So, Panzer! Er kommt näher! Dieser Kreuzer schießt unsere Jungs ins Schütze. Na, verdammt. Bring uns hin! Schützen! Wir sehen die Schwachstellen an! Schwachstellen? Verdammt. Nein, jetzt. Ich bin zu alt. Aber wir müssen reparieren. So. Den haben wir. Schnell reparieren. Nochmal. Wir müssen reparieren. Das war ordentlich. Okay, raus. Schnell, irgendwas muss repariert werden. Nein, Finch. Okay, dann heißt es wohl, dass wir es reparieren müssen. Oh shit. Es ist tot! Dann müssen wir jetzt Feuer machen. Reiß dich zusammen, Junge.
Okay, einmal. Weiter geht's. Schneller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchie tot. McManus, reiß dich zusammen! Bring uns zu dem Dorf, Fahrer! Dort sitzt ihre Artillerie! Ja. Wir werden uns darum kümmern. Feldgeschütz, los, los! Ah, verdammt. Ach, da ist ein Feldgeschütz. Ja, gut. Das hatte ich auch vorher gesehen. Weg hier? Also, durch. Meine Ohren klingeln! Ach, und wir müssen mal ganz kurz hier durchatmen. Alter, so geht doch. Hier kommen wir hier durch? Nee. Ziel ist sicherlich, wie gesagt, die Arte. Artillerie zu zerstören. So. Da! Ein verdammtes Feldgeschütz! Ah, oh, hier! Den haben wir denn da? Erstmal das weg. Schutzbesatzung ausgeschaltet! Gut gemacht! Und das weg. Oder? Da steht. Ne, da steht nicht mehr. Okay. Wir werden hier weitermachen und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Leute.